Liebe Freunde und Freunde, die Wahl von Trump, der Brexit, der Aufstieg des Front National in Frankreich, die vielen Kriege und Bürgerkriege um Europa herum, die Ukraine, Irak, Syrien, Afghanistan, Jemen, der Südsudan, Mali, Libyen, das macht vielen Menschen Angst. Die Klimakrise ist ein weiterer Turbo für viele Krisen. 65 Millionen Geflüchtete. Ja, das macht vielen Menschen Angst und es macht vielen Menschen zu Recht Angst. Und manche suchen deshalb einfache Antworten. Andere fangen an, den Rechtspopulisten hinterherzulaufen. Und CSU und Teile der CDU glauben, dass sie die Wähler zurückholen können, indem sie auch anfangen, den Rechtspopulisten hinterherzulaufen. Die Große Koalition in Österreich hat gezeigt, wie wir doch hinterherlaufen hinter den Rechtspopulisten, die Rechtspopulisten erst richtig stark machen kann. Und die Grünen in Österreich und Alexander Van der Bellen haben gezeigt, wie man die Rechtspopulisten schlägt, indem er zu seinen Werten steht, indem er Europa klar inhaltlich proeuropäisch verteidigt, indem er mit Humanität auf die großen Krisen der Welt reagiert und indem er mit Anstand auf die Herausforderungen reagiert. Und ich glaube, das zeigt, wie man Rechtspopulisten schlagen kann. Und wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, sowohl unserer Landtagswahlen als auch in Österreich, dann kann man einige sehr Erschreckende trotzdem sehen, auch wenn es in Österreich gut gegangen ist. Zum Beispiel haben 85% der Menschen aus der Arbeiterschicht in Österreich Hofer gewählt. Und auch in Deutschland sind bei Arbeitern und Arbeitslosen inzwischen die Rechtspopulisten mit die stärkste Partei. Aber noch so große soziale Abstiegshängste rechtfertigen nicht im geringsten homophobe, frauenfeindliche oder rassistische Äußerungen oder gar Handlungen. Und, liebe Freundinnen und Freunde, wenn irgendjemand meint, Menschen, nur weil sie einer Gruppe angehören, die ihm nicht passt, herabwürdigen oder gar angreifen zu können, der kriegt von uns Grünen eine ganz klare Antwort, nämlich kein Fußbreit dem Hass, kein Fußbreit der Gewalt. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, ich weigere mich ehrlich gesagt zu glauben, dass 85% der Menschen in der Arbeiterschicht, dass die Mehrheit der Arbeitslosen und die Mehrheit der Arbeiterinnen und Arbeiter in Deutschland wirklich rechtspopulistisch denkt, wirklich rassistisch und homophob ist. Ich glaube, ein Teil davon wählt aus Abstiegsangst die Rechtspopulisten trotz deren rassistischer und homophober Aussagen. Und ich will, dass wir Grünen um diese Menschen, die noch erreichbar sind für die Demokratie, dass wir Grünen um diese Menschen kämpfen und sie zurückführen zur Demokratie. Und ich will, dass wir Grünen uns stark machen für den Zusammenhalt der Gesellschaft, dass wir dafür sorgen, dass die Bürgerversicherung eingeführt wird. Die Bürgerversicherung eingeführt wird bei der Krankenkasse und die Zweiklassenmedizin, die schändliche Klassenmedizin endlich beseitigt wird. Ich will eine vernünftige Bürgerversicherung im Bereich der Rente, dass sich keine Menschen mehr Sorgen machen müssen, dass sie im Alter, nachdem sie jahrzehntelang gearbeitet und eingezahlt sind, arm sind. Und ich will, dass wir endlich dafür sorgen, dass auch in den großen Metropolen, dass in München, in Nürnberg und in Augsburg auch Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen sich wieder eine Wohnung leisten können. Für all das müssen wir Grünen kämpfen. Und es gäbe ja die politischen Maßnahmen dafür. Es gäbe ja die politischen Handlungsfelder. Man könnte die Wohnungsgemeinnützigkeit für Wohnungsunternehmen einführen. Man könnte von dem vielen Geld, das wir im Bundeshaushalt zur Verfügung haben, endlich dafür sorgen, dass wieder ausreichend Geld ist für sozialen Wohnungsbau. Dafür braucht man politische Mehrheiten und für diese politischen Mehrheiten will ich gemeinsam mit euch kämpfen im Herbst nächsten Jahres. Und zum Zusammenhalt der Gesellschaft gehört auch, dass man die ländlichen Räume nicht vergisst, dass man dafür sorgt, dass in den ländlichen Räumen die Dinge auch endlich wieder funktionieren, dass der Bus auch wieder ins letzte Dorf fährt, dass da auch wieder ein Dorfladen gibt und dass da endlich auch wieder Glasfaserkabel ankommen. Und ich meine, man glaubt es ja kaum, diese Bundesregierung lässt immer noch
im 21. Jahrhundert in ländlichen Räumen Kupferkabel verlegen. Und was glaubt ihr, wer verantwortlich dafür ist, dass diese Kupferkabel verlegt werden und nicht Glasfaserkabel? Der bekannte Ausländermaupenminister ist dafür verantwortlich. Das ist doch keine zukunftsfähige Politik. Dem setzen wir zukunftsfähige Politik entgegen. Und deshalb wollen wir, dass die ländlichen Räume nicht vergessen werden und die ländlichen Räume endlich an die boomenden Metropolen vernünftig angeschlossen werden. Mit ÖPNV, mit Glasfaser und funktionierender Infrastruktur. Und, liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen die ökologisch-soziale Transformation der Wirtschaft anpacken. Denn wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen des Klimawandels richtig spürt. Aber wir sind auch die letzte Generation, die wirklich was unternehmen kann gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Und es gibt nur eine einzige Partei in Deutschland, die das richtig verstanden hat, und das sind die Grünen. Und diese historische Verantwortung nehmen wir Grünen an. Und liebe Freunde und Freunde, dazu gehört eben die Energiewende. Dazu gehört der Ausbau der erneuerbaren Energien. Dazu gehört der Kohleausstieg. Und es wird Gabriel überhaupt nichts nutzen, dass er seiner armen Umweltministerin, die auch noch der gleichen Partei angehört, den Kohleausstieg aus dem Klimaschutzplan rausgestrichen hat. Denn wir haben den Atomausstieg gegen alle Widerstände durchgesetzt und wir werden auch den Kohleausstieg gegen alle Widerstände durchsetzen. Und, liebe Freundinnen und Freunde, ich mag das Wort alternativlos überhaupt nicht, denn in der Politik ist wenig alternativlos. Aber in der Naturwissenschaft ist ganz vieles alternativlos. Und den, der mit einem steigenden Meeresspiegel erfolgreiche Kompromissverhandlungen führt, den möchte ich erstmal noch sehen. Deswegen müssen wir die Ursachen für den steigenden Meeresspiegel beseitigen. Und das können wir Grünen. Toni, kommst du bitte zum Schluss? Und, liebe Freundinnen und Freunde, was gehört noch alles dazu? Es gehört die Agrarwende dazu. Es gehört die Verkehrswende dazu. Und es gehört dazu, dass wir wirklich die Fluchtursachen bekämpfen. Die Fluchtursachen bekämpfen heißt nicht entsprechend die Länder abschotten, sondern dafür sorgen, dass die Menschen nicht mehr flüchten müssen. Und das gehört alles mit dazu. Und es gehört dazu, dass wir dafür sorgen, dass aus Deutschland nicht weiter Waffen an Saudi-Arabien geliefert werden. Saudi-Arabien, das einen vergessenen und schrecklichen Krieg im Jemen führt. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, ich muss leider zum Schluss kommen, all das ist politisch änderbar. Und wir haben die Ideen und die Konzepte, um all das politisch zu ändern. Und das möchte ich gemeinsam mit euch im Herbst nächsten Jahres politisch ändern. Nämlich, ich will gemeinsam mit euch dafür sorgen, dass wir an die Regierung kommen. Nicht dieses Land hat Grün so nötig wie schon lange nicht mehr. Und dafür kämpfen wir gemeinsam. Und dafür bitte ich euch um eure Stimme. Vielen Dank.